Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Let's Play von Call of Duty Black Ops 2 mit einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Einem Thema, was zwei YouTuber betrifft, die ich sehr gut finde und die ich natürlich gerne anschaue. Oder vielleicht schaut ihr diese YouTuber auch gerne an. Erstmal sind das Menschen, die sehr bodenständig sind, noch arbeiten, der eine als Bauarbeiter, der andere weiß ich gerade nicht, als was der arbeitet. Und ich möchte jetzt erstens mal den ersten von den Personen erwähnen, die ich jetzt meine. Und zwar ist es der Totti. Totti kennt ihr alle, hat eine sehr lange Zahl hinten dran, ich kann die jetzt leider nicht auswendig, ich glaube 29, 17 ist noch dabei, 19, auf jeden Fall ist das ein bodenständiger YouTuber, der wirklich sehr oft auf die Fragen der YouTuber, Gemeinde, seiner Abonnenten oder einfach der Leute antwortet. Du kannst zum Beispiel schreiben, hey Totti, magst du GTA 5? Zu 80% schreibt er zurück, obwohl er schon über 18.000 Abonnenten hat. Und das zeigt einfach wahre Größe aus, weil Totti einfach vom Menschlichen her sehr hoch anzuschätzen ist. Da gibt es natürlich andere, die weniger zurückschreiben. Und es hat eigentlich nichts wirklich damit zu tun, wegen Abonnenten. Man kann jetzt nicht sagen, ein 18.000 Abonnenter hat nicht so die Möglichkeit, den Leuten zu schreiben, wie ein 500 Abonnenter. Also, warte mal, ich glaube, irgendwas habe ich versprochen. Es gibt natürlich Abonnenter oder YouTuber, die haben 100 Abonnenten, 200 Abonnenten, 300, 400 Abonnenten, aber die schreiben wirklich den Leuten nicht zurück. Die interessiert's nicht. Die wollen einfach ihre Videos raushauen, Klicks machen, das war's. Vielleicht noch Kommentare schreiben, wie gut ich bin, wie toll ich bin, aber da gibt es wirklich Leute, die sind halt anders. Da haben wir zum Beispiel den guten alten Totti, da merkt man durch Totti, dass er einfach das ernst meint, dass er uns wichtig ist und das gebührt meinen großen Respekt. Wahrscheinlich kennt ihr alle Totti, oder? Durch Ahorn Ente. Ich kann ihn ja mal ein bisschen imitieren. Ja, hier ist der Totti, live und in Farbe. Ja, er redet sehr, sehr, wie soll man sagen, verrückt. Verrückt positiv, versteht sich. Ich rede ja auch ein bisschen anders als die ganzen anderen Leute. Und ja, dann gibt es natürlich noch den Ahornente oder die Ahornente. Ich weiß gar nicht, ob es ein Weibchen ist oder ein Männchen. Nee, Spaß. Natürlich ein Mann ist das. Ahornente, der wohnt irgendwo in Münster und ist ein 2 Meter Bauarbeiter. Ihr erkennt ihn wahrscheinlich, wenn er ein Bier in der Hand hat oder gerade dabei ist, die Xbox 360 zu schrotten. Und Ahornente, das ist ein sehr verrückter Mann, würde ich mal sagen. Absolut natürlich. Ein bisschen verrückt, wie ich ein bisschen, würde ich sagen. Weil am Anfang sagt er immer einen Spruch, der wirklich episch ist. Oder epic ist. Zum Beispiel, hier ist wieder die gute alte Ahornente in Farbe und bunt. Und dieser Spruch muss man, auf diesen Spruch muss mir erstmal kommen, weil der ist echt richtig geil gewählt. Und wenn er dann sein Commentary startet, dann lehnt man sich am besten zurück. Da muss man gar nicht auf die Bildfläche gucken, weil, so mache ich das zum Beispiel, ich gucke ja nicht immer auf das Spiel, sondern höre eigentlich auf die Stimme. Und das ist natürlich dann schon eine sehr interessante Sache. Abends zum Beispiel ein Let's Play von Ahornente angucken oder von Totti, vielleicht mit Facecam. Das ist einfach eine tolle Sache. Und da kannst du immer, kannst du immer chillen. So mache ich auch immer. Ja, Leute, jetzt frage ich euch mal, was habt ihr für YouTuber, also Lieblings-YouTuber? Und bitte antwortet nicht der junge Zocker, weil ich bin nicht ein perfekter YouTuber. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe Ecken, ich habe Kanten und da stehe ich, dass ich eine schlechte KD habe. Ich denke nicht, dass ich euer Lieblings-YouTuber sein kann. Nicht zumindest, was ich hier liefer, so wie ich das finde, weil ich was soll ich sagen? Das sagt, glaube ich, jeder YouTuber so. Warte mal. Hör,